Innovation verschiebt die Grenzen des Möglichen. Ohne Technik keine moderne Welt. Gigantische Bauwerke, komplexe Infrastruktur, geniale Erfindungen. Ingenieurskunst lässt Träume wahr werden. Viele Errungenschaften von heute beruhen auf den Ingenieursleistungen früherer Zivilisationen. Wie haben Sie das geschafft? Mit den Mitteln Ihrer Zeit dringen Sie in neue Dimensionen vor. Sie wagten das scheinbar Unmögliche. Einige der besten Ingenieure der Geschichte. Sie entschlüsseln die Physik und errichten Bauten für die Ewigkeit. Ihr Genie legt den Grundstein für unsere moderne Welt. Rund um den Planeten finden sich Wunderbauten des Altertums. Wir sind fasziniert von den architektonischen Meisterwerken, die uns umgeben. Die chinesische Mauer, 21.000 Kilometer lang. Machu Picchu, die Stadt auf dem Berg. Das Kolosseum, Arena für 50.000 Menschen. Geschichte erzählt von Menschen, die etwas erschaffen, das untergeht und dann wiederentdeckt wird. Wahrzeichen, die jeder kennt. Doch hinter jeder markanten Pyramide, jedem großen Tempel, stecken verborgene Wunder der Geschichte. Jedes Jahr machen wir neue Entdeckungen. Wir erkennen, zu was die alten Baumeister imstande waren. Unsichtbare Auswirkungen, verborgen unter der Oberfläche und mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar. Ob großes Monument oder winzige Spur, alles ist Teil der Menschheitsgeschichte. Präzise Technik schafft Bauwerke für die Ewigkeit. Viele technische Leistungen sind kaum bekannt. Verborgene Wunder der Geschichte. Millionen Jahre lang ziehen unsere Vorfahren umher. Primitive Gesellschaften lebten als Jäger und Sammler. Sie ernährten sich von Beeren, Früchten, Nüssen und wilden Tieren. Waren die Ressourcen eines Gebiets erschöpft, zogen sie weiter. Doch vor 12.000 Jahren schlagen die Ersten einen anderen Weg ein. Sie werden sesshaft. Die Geschichte der Landwirtschaft beginnt im fruchtbaren Halbmond. Im 7. Jahrtausend vor Christus erreicht sie Europa. Die sogenannte Neolithische Revolution. Der Übergang vom Jäger und Sammler zum Bauern. Die Menschen lassen sich nieder. Sie bauen Häuser, Dörfer, Städte und gründen Zivilisationen. Ackerbau bringt Versorgungssicherheit und einen Überschuss an Nahrungsmitteln, aber auch Herausforderungen. Jäger und Sammler holten Wasser aus dem nächsten Bach und zogen weiter. Aber für Bauern musste Wasser ständig verfügbar sein. Viele Siedlungen entstehen an Flüssen und Seen. In trockenen Gebieten oder bei Dürre sind die Menschen auf besondere Quellen angewiesen. Tief unter der Erde liegt das Grundwasser. Dort sammeln sich Niederschläge, meist über einer Tonschicht. Gräbt man einen Brunnen bis zu diesem Niveau, füllt er sich mit Wasser, das man jederzeit entnehmen kann. Die Brunnenbauer der Steinzeit graben bis zu 15 Meter tief.
Doch Gefahr droht. Der Schacht kann einstürzen. Um die Brunnen zu stabilisieren, musste man die Seiten auskleiden. Im Laufe der Geschichte kamen dafür verschiedene Materialien zum Einsatz, wie Stein und Ziegel. Aber die Bauern des Neolithikums nutzten Holz. Verteilt über Europa finden sich mehr als 100 Brunnen der Jungsteinzeit. 2018 kommt in Tschechien ein besonderes Exemplar zum Vorschein. Beim Bau einer Autobahn nahe dem Dorf Ostrov. Ein Brunnen, fast 7300 Jahre alt. Das Besondere an der Brunnenverkleidung ist, dass sie dendrochronologisch datiert wurde, also mit Hilfe der Jahresringe im Holz. Das Ergebnis? 7278 Jahre alt. Es ist die älteste mit dieser Methode datierte Holzkonstruktion der Welt. Die Brunnenbauer der Steinzeit sind gute Handwerker. Zunächst schlitzen sie die vier Eckpfosten mit je zwei Nuten ein. Dann schieben sie passgenau Bretter hinein. Diese sorgen dafür, dass das Brunnenwasser nicht verschlammt. Der Brunnen hat ein Außenmaß von 80 x 80 cm. Sie hatten nur Steinäxte für den Brunnenbau. Der Brunnen ist gut erhalten. Man erkennt, wie schwierig es war, das Holz ohne Metallwerkzeuge zu bearbeiten. Es ist unglaublich, dass sie so präzise Holzverbindungen herstellen konnten. Ein Wunder der Zimmermannskunst. Es ist ein absoluter Marvel der Carpentry. Derlei technische Fertigkeiten befähigen den Menschen der Jungsteinzeit, immer komplexere Gesellschaften aufzubauen. Und ganz Europa zu besiedeln. Diese Brunnen sind einfach, aber sie sichern die Wasserversorgung der wachsenden Siedlungen. Ohne sie hätten sie nicht überlebt. Der Durst nach Wasser ist groß. Um ihn zu stillen, entwickeln die Menschen überall ausgeklügelte Techniken. Das Achämenidenreich, das erste persische Großreich. Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus entwickelt es sich unter König Kyros dem Großen zum Imperium. Kyros der Große förderte die Kultur, führte erfolgreiche Kriege, baute Straßen und Paläste und führte das Münzgeld ein. All diese Aspekte zeichnen auch moderne Großmächte aus. Anfang des 5. Jahrhunderts vor Christus erstreckt sich das Perserreich von Ägypten bis Westindien. Fast die Hälfte der Menschheit lebt in seinen Grenzen. Das Klima in Persien ist heiß und trocken. Wüsten durchziehen das Land. Regen fällt hier höchstens im Winter. Im Sommer steigt das Thermometer auf weit über 40 Grad. Und doch betreiben die Perser Landwirtschaft. Sie mussten Nahrung für ihre riesige Armee produzieren. Dazu nutzten sie unterirdische Kanäle, sogenannte Kanate. Durch sie floss Frischwasser aus den Bergen in die Ebene und bewässerte die verschiedenen Nutzpflanzen. Die Perser fahren reiche Ernten ein. Doch es gibt ein Problem. Wie die Erträge lagern, ohne dass sie in der Sommerhitze verderben.
Eine Lösung muss her. Menschen haben verschiedene Wege gefunden, Nahrung zu konservieren. Etwa trocknen oder räuchern. Die Perser verwandelten mitten in der Wüste Wasser zu Eis. Eis in der Wüste? Was unmöglich scheint, gelingt den Persern wohl um 400 vor Christus. Dazu nutzen sie das raue Wüstenklima. Wir dürfen nicht vergessen, in der Wüste ist es zwar tagsüber sehr heiß, aber nachts können die Temperaturen auf Minusgrade fallen. Sie entwickeln ein Kühlhaus, den Yachtschall, zu Deutsch Eisgrube. Eine bis zu 18 Meter hohe Kuppel über einer tiefen Wanne im Boden. Die mehr als 2 Meter dicken Mauern bestehen aus einem speziellen Mörtel, dem Sarutsch. Er enthält Sand, Kalk, Ton, Eiweiß, Ziegenhaar und Asche. Ein Yachtschall steht neben einem flachen Teich, der mit Wasser aus einem Kanat gespeist wird. Eine hohe Mauer schützt das Wasser vor der tiefstehenden Wintersonne ab. In der nächtlichen Kälte gefriert es. Die Perser brechen Eisstücke heraus und bringen sie in die Wanne des Yachtschalls. Die dicken Wände halten die Hitze des Tages fern. In der Kuppel steigt wärmere Luft auf und entweicht durch ein Loch an der Spitze. Studien haben ergeben, dass von dem im Winter eingelagerten Eis im Sommer noch 80% vorhanden war. Ein unglaublich effizientes Kühlsystem. Das Yachtschall-System liefert zuverlässig Eis. In großen Mengen. Das waren riesige Anlagen. Sie könnten eine Menge von 3 Millionen Eiswürfeln pro Jahr gespeichert haben. So viel, dass man verschwenderisch werden könnte. In erster Linie hielt das Eis Lebensmittel frisch. Aber möglicherweise haben Wohlhabende damit auch ihre Häuser gekühlt. Eine frühe Klimaanlage. Nur noch wenige Yachtschalls existieren. Viele fallen Wüstenstürmen zum Opfer. Einst erleichtern sie den Persern das Leben in der Wüste. Raffinierte Technik als Grundlage eines Imperiums. Das Geniale ist, nicht physikalisches Wissen wie heute führte zum Yachtschall, sondern praktisches über Eisgewinnung, Wärmeströme und Gebäudeisolierung. All das wurde kombiniert, um diese unglaublichen Gebäude zu errichten. Wir denken beim Persischen Reich vielleicht an große Paläste und steinerne Inschriften. Aber es sind verborgene Wunder wie die Yachtschalls, die das Überleben und Wachsen dieser Zivilisation ermöglicht haben. Der Zugang zu Ressourcen entscheidet über Aufstieg und Niedergang einer Zivilisation. Das erkennt auch eine Großmacht des Mittelalters. In ihrer pulsierenden Hauptstadt herrscht Wassermangel. Istanbul. Lange Zeit trägt die Metropole am Bosporus einen anderen Namen. Zunächst Byzanz, dann Konstantinopel. Mehr als 1000 Jahre lang ist sie Hauptstadt des Oströmischen Reichs. Ab 395 ist das Römische Reich endgültig in Ost- und Westrom geteilt. Ostrom gewinnt Gebiete rund ums Mittelmeer hinzu. Ein Imperium, später bekannt als Byzantinisches Reich.
In dessen Hauptstadt leben Hunderttausende Menschen. In Konstantinopel trifft Europa auf Asien. Hier kreuzen sich die Handelswege von Ost und West. Die Lage ist ideal für eine antike Stadt. Der Handel florierte und brachte Reichtum. Sie lag an einer strategisch wichtigen Stelle. Die Stadt hat außerdem einen Naturhafen. Schon bald wird Konstantinopel zur Weltstadt. Doch die exponierte Lage hat einen Nachteil. Sie ist von Meerwasser umgeben, das nicht trinkbar ist. Und die Sommer sind trocken. Die Wasserversorgung war eine Herausforderung für die wachsende Stadt. Die Lösung: Aquädukte. Die Byzantiner errichten ein Leitungsnetz von hunderten Kilometern. Doch in den heißen Sommermonaten wird das Wasser knapp. Da nur saisonal genug Wasser in die Stadt kam, musste man es speichern. Also bauten sie riesige unterirdische Zisternen, in denen sauberes Wasser das ganze Jahr über zur Verfügung stand. Mehr als 200 Zisternen befinden sich im Untergrund der Stadt. Viele gespeist von Aquädukten. Die größten fassen Hunderttausende Kubikmeter. Eine übertrifft alle anderen. Die Cisterna Basilica. Ein außergewöhnlicher Ort. Man steigt die Stufen hinab und denkt nur, wow, wenn man diesen Wald von Säulen sieht. Man wähnt sich eher in einer Kathedrale als in einer Zisterne. Sie entsteht ab dem Jahr 532, ist 138 Meter lang und 65 Meter breit. Kapazität 80 Millionen Liter. Die Zisterne muss dem enormen Druck der Wassermassen standhalten. Die Mauern 4,80 Meter dick. Das Dach ruht auf 336 Marmorsäulen, jede 9 Meter hoch. Die Zisterne hielt nicht nur den Wassermassen stand, ihre Säulen tragen auch ein Gewölbe, auf dem der darüberliegende Erdboden lastet. Schaut man sich die Säulen genauer an, sieht man, dass jede ein bisschen anders aussieht. Zwei Säulen stehen auf umgekehrten Medusenhäuptern, einer Figur der griechischen Mythologie. Sie stammen wohl von Ruinen und werden hier wiederverwendet. Es ist unglaublich, aber die Zisterne wurde über 1000 Jahre lang genutzt, ohne dass sie repariert werden musste. Die Cisterna Basilica liegt in der Nähe des Kaiserpalasts. Einst versorgt sie die byzantinische Elite. Man überquert die Straße oder kommt gerade aus der Hagia Sophia und ahnt nicht, dass sich unter einem ein ebenso imposantes Wunderwerk verbirgt. Ohne die Zisternen hätte Konstantinopel als Hauptstadt einer Großmacht nicht bestehen können. Säulen machen den Zauber der Zisterne aus. Auch heute ruhen moderne Konstruktionen auf mächtigen Stützen. Sonne und Wind gehört die Zukunft. Doch noch liefern Öl und Gas einen Großteil der Energie. 30% davon stammen aus dem Meer. Über 12.000 Bohrinseln stehen in den Ozeanen rund um den Planeten.
Die Kolosse so am Meeresgrund zu verankern, dass sie der Kraft des Wassers standhalten, eine Herkulesaufgabe. Die Offshore-Exploration von Öl- und Gasfeldern ist ein Wagnis. Starke Winde, Regen, Wellen, tückische See. Ein Fehler kann zur Katastrophe führen. Wir an Land glauben, dass wir schon Stürme erlebt haben. Aber die Kraft eines Seesturms ist damit nicht vergleichbar. Er kann alles ins Wanken bringen oder zerstören. Die Nordsee. 570.000 Quadratkilometer groß. Umschlossen von Großbritannien, Skandinavien und dem europäischen Festland. 450 Bohrinseln fördern hier Öl und Gas. 80 Kilometer vor der Küste Norwegens liegt die größte. Die Gasplattform Troll A. 472 Meter hoch, höher als das Empire State Building. Sie ist die größte Bohrinsel der Welt. 2/3 davon unter Wasser. Hightech im Verborgenen. Beim Bau von Troll A gab es viele technische Herausforderungen. Die Stützen mussten 300 Meter tief bis zum Meeresgrund reichen. Oben herrschte starker Wellengang, unten ein Druck von 35 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Extreme Anforderungen an Material und Konstruktion. Die Plattform vor der Küste Norwegens muss Jahrhundertstürmen standhalten. Ihre Lösung? Stahlbeton, der zwar biegsam war, aber seine Festigkeit behielt. Die nächste Aufgabe? Die Stützen an der Plattform befestigen. Unmöglich bei rauer See. Die Techniker montieren die Plattform in einem geschützteren Fjord. Eine Meisterleistung. Aber das Beste kam noch. Sie schleppten die Bohrinsel über die Nordsee an ihren Standort. Es ist das höchste Bauwerk, das Menschen je bewegt haben. Am Ziel wird die Plattform auf den Meeresgrund abgesenkt. Doch wie wird sie dort gegen die Kraft des Ozeans gesichert? Sind die Ballasttanks gefüllt, wiegt die Insel 1,2 Millionen Tonnen. Doch selbst das reicht nicht aus, um sie sicher auf dem Meeresboden zu halten. Die Ingenieure setzen auf eine verborgene Lösung. Sie geht auf eine Entdeckung des Magdeburger Physikers Otto von Guericke aus dem 17. Jahrhundert zurück. Sie fixierten die Stützen nicht mechanisch, sondern durch Saugkraft. Zieht man ein umgestülptes Glas aus dem Wasser, spürt man die Sogkraft, die es unten hält. Dasselbe passiert hier, nur um ein Vielfaches größer. Sogenannte Vakuumanker halten die Bohrinsel am Meeresboden. 19 Stück liegen am Fuß der Plattform, 40 Meter hoch und nach unten offen. An der Oberseite befinden sich Ventile. Werden die Anker im Boden versenkt, entweichen Wasser und Gase aus ihrem Inneren. Dann schließen sich die Ventile. Bewegt sich die Station, hebt sich ein Teil der Anker. In ihrem Inneren entsteht dadurch Unterdruck, der sie wieder zu Boden zieht.
Keiner von uns wird dieses System jemals beobachten können. Es ist verborgene Technik, 300 Meter tief unter den Wellen. Die Gasförderplattform Troll A ist seit 1996 in Betrieb. Pro Jahr schlagen bis zu 5 Millionen Wellen an ihre Flanken. Sie hält Brecher von 30 Metern aus und hat bereits Orkane von 170 Stundenkilometern überstanden. Wir sehen hier nicht nur eine, sondern mehrere technische Meisterleistungen. Jede einzelne ist erstaunlich. Geschichte zeigt, schon von jeher errichtet der Mensch markante Bauwerke. Mit verborgenen Techniken, entscheidend für die Stabilität. Eine davon entsteht im Persien des 3. Jahrhunderts, im mächtigen Reich der Sassaniden. Die Sassaniden waren eine östliche Version des Römischen Reichs. Vom 3. bis zum 7. Jahrhundert brachten sie große Innovationen in Architektur und Bauwesen hervor. Ein wichtiges Bauelement übernehmen sie von den Römern: die Kuppel. Die Sassaniden entwickelten die römische Kuppel weiter. Sie setzten sie in neuer Form vor allem bei Sakralbauten ein. Die Kuppel stand für Vollkommenheit. Sie verkörperte das Himmelszelt. Mächtig und filigran zugleich krönt sie jedes Bauwerk. Das kugelförmige Gewölbe ist freitragend und öffnet so weite Räume ohne Säulen und Balken. Das gesamte Gewicht lastet gleichmäßig auf der tragenden Struktur. Kuppeln tragen sich selbst. Kuppeln eignen sich perfekt für Rundbauten. Die Kräfte werden in alle Richtungen abgeleitet. Doch die Sassaniden wollen Kuppeln auf quadratischen Gebäuden. Ein ambitionierter Plan. Sobald man eine Kuppel auf ein quadratisches Gebäude setzt, ruht sie auf der Mitte der Wände. An den Ecken aber fehlt jede Stütze. Die alten Baumeister stehen vor einem Problem. Wie lässt sich die Kuppel sicher unterbauen? Sie mussten die Last der Kuppel gleichmäßiger auf die rechteckige Struktur verteilen. Die Lösung der sassanidischen Baumeister ist genial und doch unscheinbar. Als Übergang vom Quadrat zur runden Kuppel dienen Trompen. Um das Gewicht abzufangen, sitzen an Ecken des Gebäudes sogenannte Trompen. Bogenförmige Gewölbezwickel. Aus der quadratischen Grundform wird so ein Achteck. Das Kuppelgewicht wird gleichmäßiger abgeleitet. Die Trompe fällt uns gar nicht mehr auf, aber sie war eine echte Innovation. Ohne sie hätte das Sassanidenreich nie seine Kuppelarchitektur entwickeln können, die wir heute als kulturellen Schatz betrachten. Der Palast Ardaschirs I. im iranischen Firuzabad. Seine Trompen zählen zu den ältesten der Welt, gebaut im 3. Jahrhundert. Die Sassaniden waren Spezialisten in der Kuppelarchitektur. Nach der Eroberung des Sassanidenreiches übernahmen die muslimischen Armeen diese herrliche Kuppelbauweise. Sie wurde zur charakteristischen Architektur des Islam.
Die islamische Baukunst entwickelt eine besondere Variante der Trompe, die Mukarnas, auch Stalaktitengewölbe genannt. Die frühesten Belege für Dekorationen im Stil der Mukarnas finden sich im 10. Jahrhundert in Persien und Nordafrika. Komplexe Bogenelemente zieren Kuppeln und Nischen. Das ist ein Wunderwerk. Ohne Trompe hätten wir nicht diese erstaunliche Kuppelarchitektur der islamischen Welt. Dank der Trompe entfaltet sich die Kuppelarchitektur. Im Jahr 537 erreicht sie ihren Höhepunkt, die Hagia Sophia im damaligen Konstantinopel. Für 1000 Jahre die größte Kirche der Welt. Ihre gewaltigen Ausmaße verdankt sie einer Weiterentwicklung der Trompe. Die Byzantiner experimentierten ebenfalls mit Kuppeln, aber sie nutzten eine andere Form der Stabilisierung, das Pendentif. Die Pendentifkuppel ruht auf vier Kugeldreiecken zwischen den Bögen. Eine Bauform, die Schule macht. Bis heute steht die Kuppelart für vollendetes Bauen. Eine wird im 20. Jahrhundert gar zum Symbol für ein geeintes Land. Berlin. Ein Bauwerk der Hauptstadt verbindet die bewegte deutsche Vergangenheit mit der Gegenwart. Das Reichstagsgebäude. 1894 eingeweiht, tagt hier das deutsche Parlament zur Kaiserzeit und in der Weimarer Republik. Der Reichstagsbau überstand den Zweiten Weltkrieg. Ein bekanntes Foto zeigt sowjetische Soldaten, die dort nach dem Fall Berlins ihre Fahne hissen. Nach dem Krieg ist Berlin geteilt, ebenso wie ganz Deutschland. Das Gebäude liegt nun im Westteil Berlins, direkt an der Grenzmauer. Kein Parlament kann und darf hier tagen. Ein Sandsteinkoloss im Dornröschenschlaf. Infolge der Teilung Deutschlands hatte das Gebäude keine Funktion mehr. Für ein einstmals so bedeutendes Bauwerk war das ein tiefer Fall. Dann ändert sich die Geschichte. Über Nacht wendet sich das Schicksal der geteilten Nation. In 1989 fiel die Mauer. Ein großer Moment der europäischen Geschichte. Im Oktober 1990 wurde Deutschland wiedervereinigt. Es war ein Neubeginn. Der neue Sitz des Bundestages sollte nun das Reichstagsgebäude in Berlin werden. Deutschland ist wieder ganz. Der Reichstag noch nicht. Seine alte Kuppel ist zerstört. Das einst so prächtige Gebäude soll in neuem Glanz erstrahlen. Mit einer modernen Kuppel. Man entschied sich für eine gläserne Kuppel. Symbol für eine neue, transparente Demokratie, die Deutschland von nun an anstrebt. Die begehbare Kuppel misst 40 Meter Durchmesser und ist 23,50 Meter hoch. Ein moderner Anbau auf alten Mauern. Baut man historische Gebäude um und fügt neue Teile an, steht man vor Problemen. Sowohl bei der Planung als auch beim Bau. Unter der Kuppel verbirgt sich eine raffinierte Stützkonstruktion.
Mittels einem Hilfsgerüst werden zunächst die spiralförmigen Fußgängerrampen errichtet. Final tragen 24 gebogene Stahlrippen die Rampen und bilden gleichzeitig die Kuppel. Alles direkt über dem Plenarsaal. Die Glaskuppel bietet Besuchern einen einmaligen Blick ins Innere und auf die Stadt, birgt jedoch auch einen Nachteil. Das Problem war, man baute eine ikonische Kuppel, aber gleichzeitig ein Gewächshaus. Man brauchte eine innovative Luftzirkulation, damit die Menschen nicht vor Hitze zergehen. Zwei Mechanismen kühlen das Gebäude. Erstens ein Schutzelement, das sich mit der Sonne bewegt und deren Licht abschirmt. Zweitens hat die Glasverkleidung Lücken, durch die aufsteigende Wärme entweicht. Eine natürliche Belüftung. 1999 ist das Reichstagsgebäude fertig. Parlament und Regierung ziehen von Bonn nach Berlin. Die gelungene Neuinterpretation eines großartigen Entwurfs. Die Glaskuppel wird zum Zeichen der deutschen Geschichte. Immer wieder entdecken Archäologen verborgene Meisterwerke untergegangener Kulturen. Im 12. und 13. Jahrhundert entstehen in Äthiopien 11 unterirdische Kirchen, in einem Stück aus dem Felsen gehauen. Im 1. Jahrhundert entsteht im mesoamerikanischen Teotihuacan eine Sonnenpyramide. Ihre Ursprünge liegen im Dunkel. Im 13. Jahrhundert blüht in den Anden die Hochkultur der Inka. Dort betreiben die Menschen Landwirtschaft auf 3000 Metern Höhe, indem sie Terrassen anlegen. Archäologen schätzen, dass sie etwa 1 Million Hektar Land bewirtschaften. Die Inka-Terrassen von Moray liegen auf verschiedenen Ebenen mit Temperaturunterschieden von bis zu 15 Grad. Forscher haben eine Erklärung. Die Entdeckung der Mikroklimata brachte sie auf eine Idee. Eine landwirtschaftliche Versuchsanlage. Man konnte testen, welche Pflanzen in welcher Höhe wachsen. Die Experimente mit einer Vielzahl von Arten führten zu Fortschritten in der Landwirtschaft. Der Terrassenbau hat auch jenseits des Atlantischen Ozeans Tradition. In Griechenland. Allerdings für andere Zwecke. Die alten Griechen, große Denker und Baumeister. Im 5. Jahrhundert vor Christus errichten sie auf der Akropolis von Athen den Parthenon. Zu Ehren der Kriegsgöttin Athene. Noch heute thronen seine Säulen über der Stadt. Doch er ist nur ein Prachtbau von vielen. Westlich von Athen liegt der Peloponnes, eine gebirgige Halbinsel, durchdrungen von antiker Geschichte. Überall Relikte der Vergangenheit. Eines birgt ein Geheimnis. Das Theater von Epidauros. Die alten Griechen liebten das Schauspiel. Ob Tragödie oder Komödie. Wo immer sie hinkamen, bauten sie Theater. Ich glaube, als erstes fällt einem die Anmut und Symmetrie des Bauwerks auf, eingebettet in herrliche Natur. It's part of a very beautiful natural landscape. Er baut im 4. Jahrhundert vor Christus
bietet das Theater von Epidauros Platz für 14.000 Zuschauer. Doch nicht nur die Architektur ist einzigartig. Das Besondere ist die Akustik. Man hört alles hervorragend, egal wo man sitzt. Der oberste Rang ist 60 Meter von der Bühne entfernt. Doch akustisch ganz nah dran. Den Schall zu lenken ist eine Wissenschaft. Er breitet sich durch die Luft zum Hörer aus. Der sogenannte Direktschall. Daneben gibt es Schallwellen, die an den umgebenden Oberflächen abprallen und den Hörer einen Moment später erreichen. Die frühen Reflexionen. Zum Schluss erreichen die mehrfach reflektierten Schallwellen den Hörer, der Nachhall. Gute Akustik braucht die richtige Mischung aus Direktschall, frühen Reflexionen und Nachhall. Man muss bedenken, dass das Theater nach oben offen ist. Es gibt Direktschall und ein paar frühe Reflexionen, aber so gut wie keinen Nachhall. Eines von drei Elementen fehlt also. Dennoch ist die Akustik hervorragend. Wie finden griechische Architekten den perfekten Klang? Der beste Weg zu einem guten Klang ist, die Schallwellen durch die Architektur des Gebäudes zu lenken. Die konkave Form der Ränge, die den Hang hinaufführen, bündeln den Schall im Zuschauerraum. 2007 entdecken Forscher des Georgia Institute of Technology eine akustische Besonderheit des Theaters. Sie nehmen an, dass die regelmäßige Anordnung der Sitze im richtigen Abstand wie ein akustischer Filter wirkt. Die Sitzreihen schlucken tiefe Frequenzen. Hohe Töne sind besser zu hören. Und diese sind entscheidend für eine bessere Sprachverständlichkeit. Der Filter sorgt für einen klareren Klang. Ein tolles Beispiel für akustisch optimiertes Bauen. Die spektakuläre Akustik in Epidauros. Ergebnis sorgfältiger Planung oder glücklicher Zufall? Sie hatten wahrscheinlich nicht unser heutiges Verständnis von der Wissenschaft der Akustik, aber sie wussten, wie ein Theater aussehen muss, damit man gut versteht, was die Schauspieler sagen. Gewollt oder ungewollt? Den Griechen gelingt ein großer Wurf. Klare Akustik in klassischer Ästhetik. Architektur, die Nachahmer findet, bis in die Konzertsäle der Moderne. Die Erfindungen unserer Vorfahren haben das Rad der Geschichte weitergedreht. Vom Leben in der Höhle zur Großstadt. Der Aufstieg der Menschheit ist eng verflochten mit den Innovationen, mit denen wir den Herausforderungen begegnet sind. Innovationen, die oft im Verborgenen wirken oder vom Sand der Zeit verschüttet sind. Wir kennen viele technische Errungenschaften der Antike, doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Welche Hightech-Wunder warten noch darauf, entdeckt zu werden? Wir werden zweifellos staunen.